Ja, einen schönen guten Abend, liebe Freischießen-Freunde. Heute melden wir uns aus der Nachbarstadt Lübbecke. Das hat seinen guten Grund. Keine 50 Tage mehr, dann beginnt das Minder Freischießen. Und traditionell, alle zwei Jahre besuchen wir die Privatbrauerei Barre in Lübbecke, die natürlich wieder das gute Bier ausschenkt beim Freischießen. Und heute Abend ist die Bierprobe. Neben mir steht der Gastgeber Christoph Barre, der geschäftsführende Gesellschafter in sechster Familiengeneration. Und zur anderen Seite unser Stadtmajor Heinz-Joachim Pecher. Und Herr Barre erläutert jetzt uns vielleicht mal, was es mit dieser Bierprobe eigentlich auf sich hat. Also das ist eine, soweit ich weiß, sehr alte Tradition. Das gibt es schon seit vielen Jahren. Früher, als es in Minden noch eine Brauerei gab, gab es das da auch schon. Dass man sich also vor den Freischießen getroffen hat. Und das war natürlich auch ein bisschen Spaß. Das war so ein bisschen Einleitung in diese ganze Freischießensaison. Man traf sich, hat diese Bierprobe gemacht, die auch eine gewisse Ernsthaftigkeit hatte. Und hat das Freischießenbier ausgesucht. Aber es war auch, soweit ich weiß, immer vor diesem Freischießen das erste Treffen, wo man zusammenkam. Mhm. Also die Repräsentanten des Bataillons, um sich auch darauf einzustimmen auf das Thema. Es hat, glaube ich, eine sehr große Tradition. Und seitdem wir Lieferant sind, seit vielen Jahren ja auch schon, des Freischießens, haben wir das gerne übernommen. Und auch für uns das ist ein toller Treffpunkt, weil wir natürlich auch sehr viele Menschen aus Minden und auch aus dem Bataillon kennen, persönlich kennen, auch befreundet sind. So ist es in der Brauerei auch mal ein Highlight, die Veranstaltung. Macht immer sehr viel Spaß. Ne? Ja. Uns auch, kann man an der Stelle, glaube ich, sagen. Ach eben, Tradition und Barre Bräu, das Freischießen, und passt ja auch zusammen. Das ist eine gemeinsame Tradition. In welchem Zusammenhang steht Barre Bräu und das Mindener Freischießen? Ja, Barre ist für uns im Grunde genommen ein unwahrscheinlich verlässlicher und seit vielen Jahrzehnten treuer Partner für das Freischießen. Und aus dieser, ja, aus diesem Vertrag heraus haben sich Freundschaften gebildet, die nach Lübbecke reichen, auch natürlich zum Bürgerbataillon nach Lübbecke. Und es ist vor allen Dingen auch für uns heute die Bierprobe, der Auftakt des Freischießens und ein Dankeschön an all unsere Kameraden, die diese wertvolle Arbeit für das Freischießen leisten. Herr Barre, vielleicht mal zum Ablauf. Was passiert bei dieser eigentlichen Bierprobe? Ich habe es auch schon mal mitmachen dürfen. Die Brauer oder Braumeister machen sich ja durchaus gerne mal einen Spaß mit den Probanden. Ja gut, dann muss das ein bisschen locker sehen, sagte ich ja bereits, das Ganze. Natürlich muss dabei hinterher ein tolles Ergebnis bei rauskommen, aber dafür stehen wir ja auch mit unserer Kompetenz. Aber es ist schon ein bisschen locker, das Ganze. Es wird ein Kreis ausgewählt von Repräsentanten, also nicht jeder verkostet, sondern es wird eine Gruppe ausgewählt. Es sind, glaube ich, 4, 5, ne, oder 6 Probanden, die dann verschiedene Biere verkosten. Und die müssen dann beurteilen, A, welches schmeckt mir am besten, und dann auch mal versuchen zu klassifizieren, was für Biere handelt sich das. Und das hört sich so einfach an, aber ist durchaus mal gar nicht so ohne, wenn man das nicht tagtäglich macht. Und da sind wir gespannt auf das Ergebnis hinterher. Ne? Sie sagten eben gerade selbst, welches Bier schmeckt am besten? Hand aufs Herz, Herr Barre. Welches Ihrer Produkte trinken Sie am liebsten? Vielleicht aktuell sogar am liebsten? Ja, also Sie kriegen jetzt eine diplomatische Antwort, aber auch eine ehrliche. De facto ist es so, also wenn man sich mit Bier beschäftigt und Bier liebt, ist es mal schwer zu sagen, es gibt ein Bier, was man gerne mag. Das ist wie bei anderen Produkten auch. Das kommt also auf die Situation an. Also es gibt Situationen, ich trinke gerne Pilz. Pilz ist normal das Bier schlechthin. In Ostwestfalen, überhaupt in Norddeutschland, absolut dominierend. Aber je nach Situation trinke ich gerne mal Weizenbier. Ich trinke auch unglaublich gerne dunkle Biere, ne, oder eine Louis Barre. Das ist eine Frage der Situation und das kommt ganz drauf an, sodass, wie bei Wein auch. Also man kann das nicht pauschal beantworten. Und das macht, glaube ich, auch die Bierwelt so spannend, dass wir so viele Biere haben, nicht nur hier bei Barre, sondern auch in Deutschland insgesamt. Diese Vielfalt, regional und auch eben sortenspezifisch, das zu erobern und zu erkunden, das macht schon Spaß. Ne? Ja. Achim, die Frage auch an dich, zweigeteilt. Zum Ersten, was ist so dein Lieblingsgetränk an Bieren? Und zum Anderen, was passiert, wenn die Bierprobe schief geht? Also nicht das Pilz am Ende, der gewinnt. Da liegen wir auf. Ja, was sonst, glaube ich, oder was für mich persönlich ganz wichtig ist, dass wir natürlich auch Barre als den Partner haben, der sich in der Region auch zeigt, der für die Region da ist. Und das ist für uns als Bürgerbataillon ja unheimlich wichtig, denn das ist ja das, was wir auch den Menschen wiedergeben wollen. Diese Gemeinschaft in der Region, dieser Zusammenhalt und natürlich auch mit Geschäftspartnern, damit letzten Endes auch unsere Stadt, der Kreis Minden-Lübbecke, floriert. Und zu der Frage, welches Bier schmeckt mir besonders gut? Natürlich bin ich auch allgemein Biertrinker, sage aber auch, dass Louis Barre, neu eingeführt, gefällt mir persönlich natürlich auch, oder schmeckt mir persönlich sehr, sehr gut. Okay, prima. Ja, liebe Freischießen-Freunde, das sollen die ersten Eindrücke hier gewesen sein. Wir sind alle gerade erst angekommen. Gleich geht es dann rein zur Verkostung. Da hinten wird schon alles vorbereitet und wir gehen da mal rein, nehmen euch mit und zeigen euch, wie es gelaufen ist im zweiten Teil des Videos.